Hallo und herzlich willkommen, dass ihr wieder eingeschaltet habt zu einem neuen Video. Ich habe diese Woche die Yume Twin Box bekommen. Und ich dachte mir, ich mache ein kleines Unboxing-Video mal wieder mit euch, weil das ja eine Box ist, die aus Japan kommt und das passt ja eigentlich ganz gut hier zu meinen Sachen. Und ja, einige von euch kennen sie vielleicht schon, einige haben sie bei anderen Leuten schon mal ausgepackt gesehen. Das ist meine allererste und ich wollte es unbedingt mal ausprobieren und deswegen habe ich sie mir bestellt und ich wollte euch in diesem Video zeigen, was da drin ist und natürlich euch auch nochmal sagen, was es für Vorteile und Nachteile von dieser Box hat, weil das ja schon ein kostspieliger Spaß ist. Ja. Und dann fangen wir einfach mal an und schauen rein, was drin ist. Also als allererstes kommt diese Box halt in diesem Karton, der ist halt richtig schön gestaltet mit so richtig süßen Kawaii-Motiven. Und ja, es kommt halt direkt aus Japan. Ich war jetzt auch erstaunt, dass das gerade jetzt in der Corona-Situation dann doch funktioniert hat und sehr schnell ging, weil einige andere Liefersachen ja eigentlich gerade so aus Fernost gar nicht funktionieren oder länger brauchen. War ich jetzt sehr erstaunt, dass diese Box jetzt angekommen ist. Es ist eine Box, die man monatlich ordern kann. Man kann ein Abo abschließen, dann zahlt man ein bisschen weniger für die Box und dann kommt sie halt jeden Monat regelmäßig. Da sind Sachen drin, die japanisches Stationery, kleine Plüschtiere, mal themenbezogen und ja, all sowas. Und ich wollte sie schon immer mal ausprobieren, aber sie war mir natürlich immer eigentlich ein bisschen zu teuer. Ja, das gestehe ich euch ganz ehrlich. Und also wenn man die Box einmalig ordert, kostet sie 35 Euro plus Versand. Also ich habe, glaube ich, umgerechnet 39,90 oder so bezahlt. Wenn man sie im Abo kauft, man kann sie im Abo kaufen für 3 Monate, für 6 Monate oder für ein ganzes Jahr, dann kostet sie, glaube ich, statt, also dann sind sie mal 2 Euro weniger. Ich glaube, dann kostet es so 33, 32 und nachher nur noch 30 Euro. Allerdings finde ich das schon recht viel für das, was da drin ist, aber ja, zumal man Versand auch noch dazu bezahlt. Allerdings bin ich mir beim Abo nicht sicher, ob man den Versand einmalig zahlt fürs ganze Jahr oder fürs halbe Jahr oder für jede Box. Also da war ich noch nicht so ganz hintergestiegen. Wenn ihr die Box abonniert habt, könnt ihr mir ja gerne mal sagen, wie das bei euch war. Ich fand es auch nicht so angenehm, dass man das Abo, ich habe zum Beispiel die My Little Box auch, die mag ich auch sehr, sehr gerne. Und da ist es ja so ähnlich wie mit der Glossy Box oder wie mit der Douglas Box damals oder mit einigen anderen Boxen, dass man ja immer monatlich einen Beitrag zahlt und man hat das Abo. Also man zahlt ja immer monatlich den Beitrag. Und bei der Yume Twin Box habe ich halt irgendwie festgestellt, als ich versuchen wollte, sie für 3 Monate zu testen, dass ich dann auch hätte gleich 3 Monate bezahlen müssen. Und das finde ich ein bisschen schwierig, wenn man eben, ich sag mal, nur kleines Budget hat und man will dann für ein Jahr das Abo abschließen und soll aber dann gleich 300 Euro zahlen dafür. Das finde ich schon ein bisschen heftig. Ja, ihr könnt mir ja eure Erfahrungen mal da lassen, wenn ihr die Box schon mal geordert habt oder irgendwie bekommen habt, ob das ja, bei euch auch so war. Also das finde ich ein bisschen negativ, dass halt man dann eben für die ganzen Abo-Zeit schon im Voraus bezahlt. Und ich finde es irgendwie besser, wenn man das wirklich monatlich halt zahlt, wenn die Box dann auch kommt. Ja, aber ich dachte mir, ich probiere das wenigstens dann einmal aus und ich wollte sie einmal bestellen, weil dieses Mal ist es die Ghibli Special Box. Ja, es ist eine Box rein mit Ghibli-Sachen und ich wollte unbedingt haben diesen einen Becher, der da drin ist, weil man konnte online schon sehen, was drin ist und konnte sich dann nur von den Motiven überraschen lassen. Also man weiß eigentlich fast immer schon, was drin ist. Das finde ich natürlich auch ein bisschen schade. Das ist keine so richtige Überraschung. Aber ja, also mal sind Stationery-Sachen drin, wie kleine Blöcke oder Stifte. Mal sind Haushaltssachen drin, japanische Sachen. Man kann was von Pokémon da drin sein. Also es gibt unterschiedliche Sachen. Und ich packe sie jetzt mit euch zusammen aus, endlich. Also es ist die Special Ghibli Box, die Mai Box. Und ich wollte sie halt unbedingt haben, weil sie einen ganz bestimmten Becher enthält, den ich gerne gehabt hätte. Ja, also als allererstes finde ich schon mal super süß, das ist hier dann halt, ne? Konnichiwa, Spreads a Kawaii Love, Post and Tag. Also ihr könnt es auch sozusagen taggen und ja, Yume Twins sozusagen verlinken und zeigen. Und das werde ich auch machen. Ich habe die Box selber bezahlt, es ist kein Sponsoring oder so.
das ist keinerlei Werbung für euch. Einfach nur will ich mit euch das auspacken und dann irgendwie mal durchgehen, ob sich das lohnt oder nicht. Ja. Innen drin gibt es auf jeden Fall so ein kleines Heftchen. Das finde ich total süß. Das ist ja, mit Kikis Delivery Service drauf. Das ist total niedlich. Auf der Rückseite sind noch so ein paar Leute, die die Box gepostet haben mal, verlinkt sind. Ja, dann ist innen drin hier eine kleine Einführung. Dann kann man hier noch was eingeben mit so einem Code. Bin ich mal gespannt, das müssen wir noch mal ganz in Ruhe angucken. Hier ist auch noch mal so Review, Family machen. Ja, und dann ist hier nochmal so eine Info, was diese Sachen alle, Human Prices, ja, also hier sind noch so ganz viele Ghibli-Sachen, total süß. Und dann ist da halt eine Instruktion drin, was in meiner Box drin ist. Und ja, und dann ist hier anscheinend noch so ein Fotocontest am Ende, wo man mitmachen kann und Sachen gewinnen kann. Ich kann euch das gerne nochmal von nahen einmal abfilmen, dann seht ihr auch das nochmal direkt. Ja, ich fange mal mit dem an, worüber ich mich sehr, sehr, sehr gefreut habe, weil das wollte ich unbedingt haben. Und das war, ist das dieser Totoro-Becher. Es ist dieser kleine Totoro-Becher, der einen Strohhalm hat. Ja, er ist komplett aus Plastik, ich weiß. Aber dieser Becher hat den Vorteil, man kann ihn in die Mikrowelle stellen und seinen Tee oder sein Getränk aufwärmen. Und ich fand ihn von der Größe sehr, sehr angenehm und sehr praktisch. Und er ist halt sehr, sehr fest zu. Und ich bin so ein Mensch, der momentan seinen Kaffee immer to go mitnimmt zur Arbeit. Also ich bin nicht so ein Mensch, der... Also doch, ich kaufe auch hin und wieder mal to go Kaffee, aber ich habe oftmals meinen eigenen dabei. Und ich dachte jetzt für die heiße Sommerzeit und ich trinke nicht genug, ist es vielleicht ein Anreiz, den immer mit seinem Saft voll zu machen und auch mal mitzunehmen und auch irgendwie unterwegs dabei zu haben oder eben mal sich ein Getränk zu kaufen und es da reinfüllen zu lassen. Ich kann sowohl Kaffee drin trinken als auch Eisgetränke und das fand ich halt sehr, sehr praktisch. Und deswegen wollte ich ihn unbedingt haben und er hatte halt eine perfekte Größe. Man kann ihn halt einfach so in seinen Rucksack auch stecken und da passt er halt rein. Ja, und dann, ja, habe ich den halt nirgendwo online gesehen, um ihn so zu bestellen. Also habe ich gedacht, komm, wagst es jetzt mal und bestellst die Humanbox. So, dann ist alles ja ein Zeichen von Ghibli und ich finde es total schön. Ich habe eine Abwechslung drin zwischen Kikis Delivery Service, was ja einer meiner absoluten Ghibli-Filme ist, absoluten Lieblings-Lieblingsfilme, und Totoro. Das finde ich schon mal ganz, ganz toll. Also zwei meiner absoluten Lieblinge und man wusste nicht genau, welche Motive man bekommt, aber ich bin mit der Auswahl, die ich bekommen habe, sehr, sehr glücklich. Ja, einmal war da noch so ein Puzzle drin. Das ist so ein ganz kleines Puzzle. Damit wird gerade auch viel Werbung gemacht. Das, ja, das sind 150 Teile, Mini-Puzzle. Das zeige ich euch gerne auch nochmal von nahen, wie das ausschaut, wie die Teile sind. Und ja, fand ich ganz süß, die Idee, weil wir puzzeln momentan ganz, ganz gerne. Und ach, das ist mal so ein kleiner Spaß, den man machen kann. Als kleines Goodie gab es noch einen Pin dazu, einen Button. Und ich hatte auch Glück, dass ich Kiki drin hatte. Und ich liebe Kiki und Gigi total, das ist so mein Favorite. Also jemand, alle die von euch meine Hauls gesehen haben von den letzten Conventions, die haben immer gesehen, dass ich entweder mir immer so ein Gigi-Plüschtier gekauft habe oder ich habe auch so eine Gigi mit den Katzen. Ich weiß gar nicht, ob ich euch das jemals in die Kamera gehalten habe. Ich kann euch das gerne nochmal zeigen, ich weiß gerade nicht, wo es ist in diesem Zimmer, aber ich habe mir so ein Figurenset von Gigi und den Katzen gekauft aus Kikis Delivery Service und das fand ich auch, das finde ich so, so schön. Ja, dann sind hier Stäbchen drin, Essstäbchen, kann man immer gebrauchen. Witzigerweise ist es genau das Motiv, was ich mir mal auf einer der Conventions gekauft habe. Ich glaube, auf der Dokume oder auf der Konichi habe ich mir damals mal schon mal die Gigi gemacht. Kauft, aber das ist nicht schlecht. Kann mein Mann sie benutzen. Und wenn das andere irgendwann mal hin ist, dann benutze ich das. Weil die benutze ich sehr, sehr gerne, wirklich. Dann, was ich auch ganz, ganz toll finde, es gab zwei Sets. Entweder ein Origami-Set, entweder Gigi, also Kikis Delivery Service, oder halt Totoro. Und ich habe halt Kiki bekommen. Und das finde ich echt toll. Und hier könnt ihr halt die verschiedensten Motive nach Vorlage nachfalten. Und wenn ihr Lust habt, können wir das gerne mal zusammen machen. Ihr könnt ja gerne mal hier unterm i abstimmen, ob ihr Lust habt, mit mir mal sowas zu machen und zu schauen, ob es einfach ist oder nicht einfach.
Und als letztes großes Goodie ist diese Bento-Box da drin. Eine Totoro-Bento-Box. Es gab entweder Gigi oder halt Totoro. Und ich habe Totoro bekommen. Das heißt, ich finde ganz gut, ne, die Abwechslung. Ich habe die Gigi-Stäbe und ich habe die Origami von Kiki. Und ja, dafür dann wieder hier Totoro. Also passend zum Totoro-Becher. Der Strohhalm ist übrigens, ich glaube, nicht dauerhaft benutzbar. Er sieht halt aus wie so ein gewöhnlicher Plastikstrohhalm, was ich ein bisschen schade finde. Also theoretisch hätte ich da richtig gut gefunden, wenn das ein super stabiler gewesen wäre, der eben auch abwaschbar ist und sowas. Also den kannst du abwaschen, aber ich denke mal, dass der irgendwann hin ist einfach. Der ist halt so ein normaler, den brauchen wir nur einmal knicken, dann hat er einen Knick drin und Risse. Und ich glaube, ich habe noch ein paar einfache, da werde ich mir mal irgendwann einen besorgen, der passt, der wirklich so ein Standard ist, den man immer benutzen kann, der auch nicht so zerstörbar ist, damit es auch für die Umwelt besser ist. Ja, das ist die Totoro Bento Box, sie ist so, so süß und die kann man natürlich hier an der Seite öffnen. Das ist wie mit der Tasche, die kann man hier tragen. Ja, die kann man halt öffnen, das sind die Arme, voll süß. Und dann hat es zwei Teile, oben ist einfach für, ja, Sachen. Und dann hat es noch dieses hier, da ist eine kleine Gabel dabei, das finde ich richtig cool. Also wenn man unterwegs dann doch mal einen Salat hat oder so, oder einfach so Obststücke. Weil ich habe zum Beispiel auf der Arbeit meist keine Pause. Und dann finde ich so eine kleine Box total angenehm, wenn ich im Sommer einfach nur ein paar Äpfel reinpacke oder ein paar Weintrauben oder einfach nur so kleine Snacksachen, ne? Oder ein kleines Brot oder sowas oder Mini-Salat oder so, wo man einfach nur mal immer so ein paar Happen nehmen kann und dann passt das ganz gut. Und das ist auch spülmaschinenfest und ja, ich weiß nicht, ob es in die Mikrowelle kann, das muss ich nochmal nachlesen. Man hat hier ganz viel Anleitungen auf der Rückseite, aber die sind ja alle japanisch. Da muss ich nochmal nachhaken, ob das möglich ist. Ja, dann habe ich hier so meinen kleinen Salat drin. Das hier ist ein bisschen festeres Plastik. Das hält dann auch richtig zu. Das heißt, da kommt dann nichts raus. Das finde ich sehr angenehm. Ich habe schon einige Bento-Boxen und bin mit all denen mega zufrieden, weil sie absolut nicht auslaufen. Da kann noch was passieren. Die können noch so durchgeschüttelt werden. Die sind einfach mega, mega robust. Ich weiß ja nicht, ob ihr mal ein Video haben möchtet, wo ich über meine Bento-Boxen spreche und was die Vorteile und Nachteile einer Bento-Box sind und warum man eine Bento-Box überhaupt benutzen könnte. Und vielleicht fällt mir auch irgendein kleines Rezept ein, was man für eine Bento-Box machen kann. Ich weiß nicht, ob ihr auf sowas Lust habt. Schreibt es mir gerne unten in die Kommentare. Dann können wir darüber gerne mal nachdenken. Ja, das ist jetzt die Yume Twin Box. Ich habe, wie gesagt, die Mai Edition. Also wenn ihr jetzt noch bestellen wollt, weiß ich nicht, ob ihr sie jetzt noch bekommt. Das kam ja jetzt erst an. Aber ihr könnt ja mal auf die Seite gehen, die werde ich unten mal verlinken. Und dann könnt ihr euch die Sachen mal angucken und überlegen, ob es für euch sich lohnt oder nicht lohnt. Ich habe, glaube ich, auch gelesen, dass auch im nächsten Monat wieder etwas mit Ghibli sein soll. Mal gucken, vielleicht bestelle ich sie mir nochmal. Wie gesagt, ich fand sie jetzt irgendwie blöd, irgendwie so viel Geld auf einmal zu bezahlen, um 3 Monate zu haben. Habe gedacht, okay, ich spare eigentlich nur 3 €. Dann ist mir das eigentlich auch für die 3 € egal. Naja, also das ist, muss man halt abwägen. Ich dachte, für das erste Testing muss ich nicht großes Abo ausfüllen. Und ich habe halt dann auch immer Angst, dass ich nachher Sachen dabei habe, die sich hier stapeln und die ich im Leben nie benutze und die vielleicht rumfliegen und gar nicht so mein Fall sind. Weil natürlich sind da ja auch mal Sachen drin von Pokémon oder von Sumigurashi oder Sam oder andere Sachen, die ich vielleicht gar nicht so mag. Muss man einfach abwägen. Aber wie gesagt, ich finde sie ganz süß. Geht mal auf die Internetseite, guckt euch das an. Und dann, also ich würde sie auf jeden Fall nochmal ordern. Aber wie gesagt, dieses Abo-System, das gefällt mir nicht ganz so gut. Ja, das war meine Yume Twin Box im Mai. Also ihr könnt mir ja gerne mal eure Meinung dazu dalassen. Würdet ihr euch sie ordern? Würdet ihr sie euch nicht ordern? Macht das für euch Sinn? Ja, findet ihr sie gut? Habt ihr sie schon mal geordert? Gefällt euch das, was da drin ist? Ich würde gerne mal euer Feedback dazu hören. Also ich würde sie mir definitiv wahrscheinlich nochmal ordern, wenn es einen schönen Inhalt hat. Ich bin aber nicht sicher, ob für mich ein Abo ja, sinnvoll ist, weil ich einfach nicht weiß, ob es Sinn macht, so viel Geld im Voraus zu bezahlen und dann weiß ich halt auch nicht, ob der Inhalt mir gefällt. Das ist ja bei den Boxen immer so ein Glücksspiel. Ich meine, bei meiner My Little Box bis jetzt hatte ich immer Glück, dass es wirklich schöne Sachen da drin waren. Ja, also
Ich finde aber die Idee ganz süß, weil es halt wirklich Produkte aus Japan sind und man die hier nicht so viel bekommt. Dann hoffe ich, das Video hat euch soweit gefallen. Ihr könnt mir ja auch nochmal Ideen da lassen, ob wir mal irgendwie was mit so Bento-Boxen zusammen machen wollen. Ob ihr nochmal eine Review zu irgendwas möchtet, vielleicht zu dem Origami-Set oder ja, zu was anderem. Ansonsten hoffe ich, dass solche Unboxing-Videos für euch noch weiterhin interessant sind. Auch da könnt ihr mir gerne mal euer Feedback zu dalassen. Denn ich hätte zum Beispiel noch ein weiteres Unboxing-Video für euch. Und zwar habe ich mir dieses DIY-Puppenhaus, Kaffeehaus bestellt. Und das ist ein Selbstbastelset für ein Miniaturpuppenhaus. Und ich bin sehr gespannt, das auszuprobieren. Und vielleicht habt ihr ja auch Lust, da mal mit reinzugucken und das mit mir als Videoprojekt zusammen zu basteln. Und ich werde euch danach dann sagen, inwieweit es einfach war oder nicht einfach war. Ja, wenn ihr Lust auf solche Videos habt, dann gerne sagt es mir. Und wenn ihr sonst auch mal Lust habt, irgendwie auf andere Unboxing-Sachen, wie gesagt, ich habe auch noch die My Little Box. Vielleicht interessiert euch auch mal wieder, was in so einer My Little Box drin ist. Es ist ja eine Box, besteht aus Beauty- und Lifestyle-Produkten und die sind wirklich immer sehr niedlich und sehr schön gemacht. Könnt ihr mir ja auch mal da lassen, was ihr dazu meint. Und ja, dann war es das von mir. Wir sehen uns im nächsten Video, wenn ihr mögt. Und ich sage euch bis dahin, tschüss, bleibt kreativ.